Meine Damen und Herren, der Publikumsfan. Er ist direkt, bitte schön. Vielen Dank. Ich möchte gerne im Gegensatz zu meiner Vorrednerin sagen, dass ich sehr begeistert bin von der Form des Abends und dass ich mich sehr bedanke für diese Struktur, wie es hier gemacht wird. Wenn ich darf, würde ich gerne zwei Fragen stellen an Professor Hüther und an Herrn Zoche. Ist das erlaubt? Selbstverständlich. Herr Professor Hüther, Sie hatten in Ihrer Vorbemerkung ein Beispiel genannt von dem Kapitalmarkt, der gleichzeitig auch die Informationen oder Information ist. Vielleicht können Sie das mal mir erklären an dem Beispiel von Wörde. Von was? Von Wörde. Das Wörgeler komplementär gilt. Sagt Ihnen das nichts. Dann sagen wir was. Ja, das war ein, das war in den 29er, 30er Jahren. Ja. Da wurde in der Gemeinde Wörde in Tirol weil die Arbeitslosigkeit einfach zugenommen hat und alle Leute arm waren, hat der Bürgermeister ein eigenes Geld geschaffen und den Menschen wieder Arbeit gegeben, indem die die Straßen aufgebaut haben, Kanalisationen, Brücken gebaut, und es florierte sehr, sodass viele Gemeinden um Wörtel herum das gleiche System aufgebaut haben. Und das wurde dann der Nationalbank von Österreich zu gefährlich, oder sie waren nicht einverstanden damit und haben das dann innerhalb einer gewissen Zeit, ich glaube nach anderthalb Jahren, verboten. Das Sie sprechen Silvio Gesell an. Das ist das Freigeld nach Silvio Gesell mit dem. Ja, genau. Richtig. Ja, genau. Und also das wäre vielleicht interessant gewesen, wenn Sie an diesem Beispiel dieses System der Kapitalmarkt und der Informationen. Habe ich da direkt was zu sagen, da muss ich mich da extra melden. Schießen Sie los. Ja. Also ganz gut. Ich glaube, es geht dann was anderes. Wir haben ja in den 20er, 30er Jahren in verschiedenen Formen solche Projekte gehabt. Gab es auch im Reich insgesamt. Warum? Weil es im Zuge der Wirtschaftskrise weit, also wirklich mit hoher Arbeitslosigkeit, weit von den Raten, die wir heute haben, hatten. Und dann gab es Arbeitsbeschaffungsprogramme, auch in Regionen, da hat man dem Baumaterial gegeben. Sie kennen, wenn Sie durch manche Stellen gehen, sehen Sie noch so Siedlungen, die aus den 30er Jahren sind, die mit, da hat Gemeinde quasi Land zur Verfügung gestellt. Meistens sind das auch Häuser, die große Grundstücke haben, damit auch Landwirtschaft gemacht werden konnte. Wenn ich es richtig verstehe, ist es eigentlich die Zuweisung von Ressourcen. Insofern ist das nicht die, ist es nicht die Funktion, dass wir in einer eher anonymen Situation versuchen, Ressourcenbestände, die da sind, auszugleichen. Also der eine hat sozusagen eine Idee, der hat ja auch eine Ressource, er hat eine Idee, einen Geschäftsplan, ein Modell, will daraus auf mittlere Sicht Einkommen erzielen. Aus diesem Einkommen kann er das zurückzahlen, was der andere jemandem gegeben hat. Also das ist, ob sie einen Bildungskredit geben, ob sie in der Verwandtschaft jemandem Geld geben, der damit sein Studium macht oder der damit seinen Handwerksbetrieb beginnt. Das ist ja letztlich immer sozusagen die gleiche Funktion. Das heißt, sie haben diese Form von Unsicherheit, weil kommt das zurück, kommt es nicht zurück. Und diese Unsicherheit, die war hier nicht das Problem. Deswegen ist das, was ich beschrieben habe, mit der Funktion des Kapitalmarkts als Ausgleich von ungleicher Informationsverteilung hier nicht bedeutsam. Hier ist es sozusagen, der Gemeinde, die Kommune oder der Landkreis haben einseitig Ressourcen gegeben, um damit wieder eine Wohlstandsbasis zu ermöglichen. Mhm. Ja. Aber das ist nicht in dem Sinne wirklich eine Finanztransaktion, dass das dann mit bestimmten Geldformen, das war dann so je nach den regionalen Besonderheiten. Ja. Ja? Meine zweite Frage an Herrn Zoche wäre die Frage des Vollgelds. Könnte man nicht dieses unbare Geld, was ja eine unglaubliche, 85 bis 95% der Geldschöpfung läuft über dieses unbare Geld der Banken. Wenn man nun das wieder in die Hoheit der Zentralbank zurückgibt, so das wäre das ein Weg.
Ja, da steigen wir jetzt ganz tief in die theoretische Debatte rein. Da muss ich, glaube ich, kurz erläutern, was Vollgeld ist für die, die es nicht wissen. Es gibt den sogenannten Schlagschatz oder Seniorage. Das ist, wenn die Zentralbank Geld herstellt. Die macht ja aus Papier Geld und das ist ein tatsächlicher Gewinn. Bei dem Vollgeld, also einmal gibt es das Zentralbankgeld und dann gibt es die Geschäftsbanken, die, was ich vorhin gesagt habe, im Kreditvergabeverfahren, ich gehe zur Bank und ich sage, ich möchte einen Kredit über 1 Million und die Bank leiht mir dann dieses Geld. Der Laie meint, das ist Geld, was die Bank schon hat, was die Bank verleiht, das stimmt nicht, sondern in diesem Augenblick schöpft die Bank diese Million, die sie mir im Kredit gibt. Und diese Million verschwindet, wenn ich meinen Kredit tilge. Dann ist diese Million wieder weg. Und sie entsteht so im Kredit. Vollgeld ist jetzt die Idee, dass diese Geldschöpfung nicht bei privaten Geschäftsbanken sein sollte, sondern bei Zentralbanken und geht davon aus, dass das Schöpfen dieses Geldes an sich einen Gewinn darstellt. Und ich bin da anderer Meinung, weil das Geld, was die Geschäftsbank schöpft, hat sie ja nicht zur Verfügung, sondern gibt sie dem anderen, der einen Kredit aufgenommen hat. Und da ist also nichts daran zu verdienen. Es ist, diese Ideen, da bin ich dann vielleicht ein bisschen wieder Ingenieur, erinnern mich an die zahlreichen Versuche, das Perpetuum mobile zu erfinden, dass man irgendwo sagt, da kann ich einen Antrieb entwickeln, der sich von selber dreht. Also in der aus der Geldschöpfung auch noch selber etwas abzweigen zu wollen, zu meinen, das sei etwas, was irgendwie aus dem Nichts extra dazukommt, ist falsch. Und ganz speziell, aber dann wird sehr theoretisch, beruht dieses Vollgeld auch eben auf gesetzlichen Zahlungsmitteln und das heißt, es ist das Geld, was unter Annahmezwang steht und da trifft uns dann Gresham's Law, aber ich glaube, das wird zu weit in die theoretische Debatte führen. Ich bin da kein, also bei Vollgeld wäre ich sehr skeptisch.